Spinnen im Haus können von einer harmlosen Unannehmlichkeit bis zu einem Albtraum für Menschen, die Angst vor diesen haben, reichen. Während diese Kreaturen umweltfreundliche Insektenjäger sind, bevorzugen viele Menschen, sie außerhalb ihres Wohnbereichs zu halten. Glücklicherweise gibt es einfache und natürliche Methoden, um dein Zuhause spinnenfrei zu gestalten, ohne auf harte Chemikalien zurückgreifen zu müssen. Entdecke in diesem Video 8 effektive Tricks, mit denen du Spinnen davon abhalten kannst, sich in deinem Heim niederzulassen. Nummer 1. Pfefferminzöl. Spinnen mögen den Geruch von Pfefferminze nicht. Ein paar Tropfen Pfefferminzöl in Wasser verdünnt und in einer Sprühflasche gemischt, können als natürliches Abschreckungsmittel dienen. Besprühe Fensterrahmen, Ecken und Eingänge, um Spinnen fernzuhalten. Nummer 2. Essig. Ähnlich wie Pfefferminzöl kann auch eine Mischung aus Essig und Wasser Spinnen abstoßen. Der saure Geruch des Essigs ist für Spinnen unangenehm. Eine regelmäßige Anwendung in den betroffenen Bereichen kann sie effektiv fernhalten. Nummer 3. Aromatische Pflanzen. Bestimmte Pflanzen sind natürliche Spinnabwehrmittel. Lavendel, Eukalyptus, Zitronengras und die Tomatenpflanze geben Gerüche ab, die Spinnen tendenziell meiden. Das Platzieren solcher Pflanzen in Fensternähe oder an Eingängen kann Spinnen abhalten. Nummer 4. Sauberkeit. Spinnen kommen oft ins Haus auf der Suche nach Nahrung. Halte dein Zuhause sauber und frei von Essensresten, die andere Insekten anziehen könnten, welche wiederum Spinnen anlocken. Regelmäßiges Staubsaugen und Entfernen von Spinnenweben reduziert auch die Chancen, dass Spinnen bleiben. Nummer 5. Dichtung überprüfen. Überprüfe Fenster und Türen auf Lücken und halte diese gut versiegelt. Spinnen können durch sehr kleine Spalten und Risse eindringen. Das Abdichten dieser Zugangspunkte kann verhindern, dass sie ins Haus kommen. Nummer 6. Natürliche Feinde. Fördere die Anwesenheit natürlicher Fressfeinde von Spinnen, wie Vögel oder bestimmte Insektenarten. Das Aufhängen von Vogelhäuschen oder das Anlegen von Gärten, die nützliche Insekten anziehen, kann helfen, die Spinnenpopulation zu kontrollieren. Nummer 7. Zitrusfrüchte. Spinnen mögen den Geruch von Zitrusfrüchten nicht. Du kannst Zitronen, Limetten, Orangen oder Grapefruitschalen in Fensterbänken, Bücherregalen oder auf anderen Bereichen platzieren, in denen du häufig Spinnen bemerkst. Der frische Duft hält nicht nur Spinnen fern, sondern lässt dein Zuhause auch angenehm riechen. Und Nummer 8. Kastanien, Walnüsse und Zedernholz. Einige natürliche Materialien wie Kastanien, Walnüsse und Zedernholz können ebenfalls als Spinnenabwehrmittel dienen. Lege diese in die Ecken der Zimmer oder entlang der Fensterbänke. Es wird angenommen, dass die darin enthaltenen Chemikalien für Spinnen abstoßend wirken. Mit diesen umweltfreundlichen und einfachen Methoden kannst du dein Zuhause zu einer spinnenfreien Zone machen, ohne zu schädlichen Chemikalien greifen zu müssen. Genieße die Ruhe, die mit einem spinnenfreien Zuhause einhergeht, in dem Wissen, dass du gleichzeitig einen natürlichen und sicheren Ansatz gewählt hast. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du deinen Cholesterinspiegel in 30 Tagen mit Mandarinschalen senken kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.